Ein bisschen wie auf Schienen, das könnte das Thema sein für die Märkte, nämlich einerseits für den Goldkurs. Wir haben heute schon so viel darüber gehört. Markus hat sich vorhin schon dazu geäußert und oder heute Morgen schon. Und ich glaube, die letzten Tage immer wieder war das ein Thema. Natürlich nicht nur hier bei finanzmarktwelt.de, sondern auf vielen, vielen Webseiten wurde darüber diskutiert, wohin soll das Ganze noch führen. Wir haben heute für Gold einen Trade des Tages, eine Idee zumindest mal, wie man mit der aktuellen Situation noch mal umgehen kann. Generell gesprochen bin ich durchaus positiv, was das angeht, gestimmt. Aber zumindest mal aktuell gibt es Chancen auf der Abwärtsseite. Wer mag, wer das genau mit unseren Ideen sehen möchte, der kann sich das im Trade des Tages angucken. Ganz grob hier gesehen, wir haben zumindest jetzt mal so einen etwas heftigeren Rücksetzer und der kann sich durchaus, und das wäre für viele sogar noch mal schön, noch mal nach unten fortsetzen. Aber wie gesagt, das will ich an dieser Stelle nicht. Ihr könnt das ja völlig kostenfrei dort angucken und in Ruhe sehr gerne nachlesen. Also, mit dem Gong in Verbindung nicht nur Gold im Moment interessant, nein, ich finde auch den DAX ganz spannend. Wir hatten darüber gesprochen, ich hatte am Wochenende dazu einen Beitrag mal gemacht im Sinne von, eigentlich macht der DAX so ein bisschen die Vorlage für die aktuelle Situation, diese Fünffälligkeit. Und da muss man sich die Frage stellen, wie weit geht das denn noch? Und wenn wir uns den DAX jetzt mal angucken, sowohl in der Kasse, wenn wir uns das hier so ein bisschen angucken, dann haben wir sogar noch mal eine Chance hier auf die Abwärtsseite, dass sich das tatsächlich noch mal fortsetzt. Und ich will mal hier bewusst auf den Future gehen, denn der Future ist mindestens genauso hübsch, wenn wir uns das mal angucken hier mal so in der Vorbereitung. Das hier so eine Gegenbewegung, eine hektische Abwärtsbewegung, noch mal eine ABC hier nach oben und jetzt hier hinten etwas, was schon fast ebenso mustergültigen Fünffäller wird. Und das würde bedeuten, das ist noch kein Versprechen. Aber das würde bedeuten, dass wir hier für die Abendstunden vielleicht sogar noch mal eine Abwärtsbewegung zu erwarten haben. Das wäre zumindest mal so mustergültig. Und aktuell ist die Stärke, die wir sehen, ich will es gar nicht Stärke nennen, wenn ich ehrlich bin, aber im Moment geht es ja nach oben. Also die Aufwärtsschwäche, die wir im Moment haben, würde eigentlich auch durchaus dafür geeignet sein, jetzt noch mal dann irgendwann, wenn dann der Trigger kommt, also der Markt dann noch mal die Bewegung loslegt, dann eben quasi so den letzten Abwärtsschub dann nochmal bringen. Damit wären wir wunderschön in diesem ersten Szenario. Die Abwärtsseite wäre dann eigentlich jetzt erstmal durch, denn wir erinnern uns, Fünffälligkeit ist ja so dieser Klassiker, den ich ganz gerne da mal so anbringe. Das ist so ein typisches Bild. Wir hatten das hier vorne auch, wobei ich ganz klar sagen muss, an der Stelle gefällt mir das am wenigsten gut, aber es ist eben wunderschön zu erkennen. Deshalb zeige ich das da. Wer sich ein bisschen mit dieser Theorie schon beschäftigt hat, der weiß, worauf ich hinaus will. An der Stelle habe ich das Ding eigentlich so nicht erwartet und passt es auch nicht 100%. Aber diese Fünffälligkeit, die ist eben sehr häufig. Hier hätten wir sie dann ebenfalls. Und es würde eigentlich wunderschön in dieses Bild eben passen, dass damit diese Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hier hatten, gegebenenfalls zu Ende ist und damit dieser gesamte Zyklus hier vorbei ist. Also ich will hier ruhig nochmal auf das große Bild eben referieren. Wir hatten hier vorne sowas wie eine 1, 2, 3, 4, 5, dann hatten wir eine ABC runter, dann hatten wir hier eine 1, 2, 3, 4, 5, hier kann man sie noch so ein bisschen erahnen im kurzfristigen Chart. Dann hatten wir einen Rücksetzer, über den wir jetzt mal schweigen an dieser Stelle. Aber hier hinten wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt hier diesen ersten Versuch, tatsächlich die Abwärtsseite wieder mit etwas mehr Dynamik anzugehen, diese Fünffäller runter. Und das wäre durchaus denkbar, dass damit hier der nächste Schub nach unten dann tatsächlich begonnen wird. Gucken wir dazu mal über den großen Teich auf den Dow Jones beispielsweise. Lässt sich das hier ebenfalls schon erkennen? Ein bisschen schon. Zumindest mal richtig Stärke haben wir hier tatsächlich auch nicht. In dem Fall hatten wir den ersten Abwärtsarm. Der Markt hat so mühsam bis ABC, mit ABC hier nach oben gebracht und versucht sich jetzt hier wieder auf der Abwärtsseite. Allerdings sehen wir, dass der amerikanische Markt, anders als wir das jetzt beim deutschen sehen, durchaus noch kämpft. Wir haben zwar die starke Seite hier nach unten, hier 1, 2, 3, 4, 5, dann hier irgendwie was nach oben und hier wieder runter und so weiter. Aber wir sehen, dass wir auch mal jetzt im Moment wieder stark hoch. Also hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Bei den Amerikanern bin ich mir da noch nicht so sicher, ob es nicht noch da zu diesem neuen Hoch kommt. Aber wie gesagt, das hatte ich im Wochenendvideo ausführlich gezeigt. Aktuell aber zumindest mal für den heutigen Nachmittag haben wir hier eine gewisse Stärke, zumindest mal, die wir jetzt hier im Markt sehen. Deshalb ist es ganz wichtig aus meiner Sicht und immer unser Vorgehen, was wir haben, dass wir gucken,
Wann endlich kommt eine Seite schwach zutage? Gucken wir uns das beim Nasdaq an. Der letzte Nasdaq-Arm hier, vielleicht nicht der stärkste, dass er die Welt schon stärker von einer Linie gesehen, zum Beispiel diesen letzten Aufwärtsbereich jetzt hier. Aber insgesamt kann man doch schon sagen, dieses Abwärtsmuster, was wir hier jetzt haben, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Details jetzt eingehen, scheint relativ stark zu sein. Und wenn wir jetzt hier etwas Schwaches dagegen bekommen. Ob wir das schwach bekommen, das weiß ich nicht. Also aufwärts, aber ebenso in dieser Form, das wäre sowas von mustergültig, um danach die Short-Richtung nochmal zu bekommen. Und der Gegensatz dazu, damit wir auch sehen, was auch noch passieren kann, weil häufig gesagt wird, ja, das muss doch nicht so kommen. Richtig, das muss nicht so kommen. Das Gegenstück sähe so aus, ist schönerweise nicht zu verwechseln und würde uns überhaupt nicht auf die Idee bringen, jetzt hier auf der Short-Seite massiv zu suchen, sondern erstmal auf der Long-Seite, insbesondere wenn wir dann umgekehrt wieder solch ein Verhalten haben, das dann wieder auf der Nordseite getriggert wird. Also wir haben im Moment sehr großes Wechselspielchen, der DAX da fast schon der verlässlichste. Wie die Amerikaner das Ganze umsetzen, das werden wir dann in den nächsten Stunden sehen. Ich hoffe, dass wir alle ein gutes Händchen dafür haben, dass die Situation schön lesbar ist und dass wir das Beste rausholen können. In diesem Sinne nochmal der Hinweis, Gold nochmal im Trade des Tages. Wer mag, kann sich es angucken. Vorsichtig, es gibt eine ganz klare Bedingung, wann unsere konkreten Werte zu ersetzen sind. Wer es sich zutraut, kann dann den Trade entsprechend anpassen. Wenn wir über bestimmte Hochmarken drüber laufen, dann brauchen wir halt einfach eine Anpassung der entsprechenden Marken. Wer sich es nicht zutraut, der guckt diese Videos, gegebenenfalls die vom Wochenende und hier die Beiträge aus dem Trade des Tages regelmäßig und wird mit Sicherheit dahinter kommen, an welchen Stellen man wie wieder aktiv werden kann. In diesem Sinne, euch jetzt alles Gute und ganz liebe Grüße.